Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge im LS22 auf der polnischen Karte und nach wie vor im Grünland. So schön wie es ist. Ich mag's ja. Also ich mag ja echt schön Grönland. Grönland. Nicht Grönland, sondern Grünland. Vorsicht, Verwechslungsgefahr. Nein, Grünland natürlich. Auch wenn ich hier gerade einen ziemlichen Stuss zusammenfahre, oder? Ne, geht eigentlich. Geht sogar. Weil natürlich der Radius jetzt etwas knapp ist, um hier sauber zu arbeiten. Nichtsdestotrotz, ui, bin ich hier schon wieder außerhalb vom Feld. Nein. Das läuft trotzdem soweit. Ne, passt. Also, wie gesagt, hier jetzt noch zum Abschluss einmal das letzte Feld. Das geht auch von der Fahrdistanz her. Hätte ich gedacht, wir sind länger unterwegs. Allerdings hat es halt einfach letzte Folge nicht mehr gereicht, dass wir es da fertig machen, den ganzen Bums. Macht aber nichts. Das machen wir jetzt dafür, den ganzen Bums hier fertig. Und dann können wir auch schon hier weiter tun dann. Mal hier mal kurz ein bisschen freischneiden, dass ich da irgendwie zur Rande komme. So, gut. Das soweit. Schee ist was anderes, aber muss ja nicht schee sein, muss nur effektiv sein am Schluss. So, hier auch noch ein bisschen mehr vom Feld mitgenommen, als wir dürften. Beziehungsweise eigentlich bis zum Zaun ist meins, oder? So ist doch die ungeschriebene Regel. Bis zum Zaun ist meins. Also, wir könnten noch ein paar Büsche mitnehmen. Tatsächlich weiß ich noch nicht, ob ich hier so ein bisschen mit einem Mulcher mal arbeiten muss dann. Weil es stehen schon so ein paar Biotope rum, die theoretisch am liebsten weggehören. Macht man natürlich nicht als nachhaltiger Ökolandwirt. Wäre das eigentlich eher kontraproduktiv. Aber tatsächlich, ja, weiß ich gerade noch nicht, ob das so gut ist. So, auf jeden Fall platztechnisch ist es halt einfach doof, weil, ja, kann man keine Felder zusammenlegen. Aber das kriegen wir auch noch hin. So, hier einmal hier. So, ne, darf ich nicht so weit hinten ins Eck rein, weil sonst komme ich hier gar nicht mehr zur Rande. So, mal kurz heben. Ups, ja, genau. Da überall mit einem Schwader dann hinzukommen, ist auch immer so ein bisschen eine Gaudi, deswegen lassen wir das mal lieber. Das läuft nicht so sonst. So. Zwei, dreimal noch fahren, dann haben wir das durch. Und ja, tatsächlich wäre ich ja fast dafür, dass wir einen Drescher auspacken. Und erstmal eine Runde Drescher fahren, wieder. Ist zwar noch nicht so lang her, aber ja, warum nicht, gell? Weil, ja, warum tun wir es? Weil wir es können. Das wäre die Option. Aber dann würde ich tatsächlich, glaube ich, alle Felder runterrupfen. Keine Gefangenen, also wirklich dann einmal durchziehen, alles durchdreschen und dann eben den Rest Grünland machen. Das wäre am ehesten das sinnvolle oder in meinem Kopf das sinnvolle Plan, weil da fange ich dann nicht mehr an umzurüsten oder Fahrzeug zu wechseln oder sonst wie. Das wäre für mich jetzt so ein bisschen kontraproduktiv. Aber dann hätten wir halt hier eigentlich unser Jahr durch. Ich meine, danach ist dann eh, also für den Winter gibt es hier tatsächlich noch nichts zu tun. Deshalb war jetzt eher so die Überlegung mit Tieren. Ohne Tiere ist halt der Vorteil, ich kann einfach spulen und kann theoretisch auch den kompletten Winter überspulen, ohne dass es irgendwas ausmacht. Das ist gerade so ein bisschen ein Plan, den man nicht unbedingt von der Hand weisen sollte.
Das muss ich mir tatsächlich mal gut überlegen. Weil sobald ich Tiere habe, kann ich nicht mehr voll durchspulen. Also wenn ich Tiere habe, muss ich alle 2 Tage oder jeden Tag, naja, alle 2 Tage spätestens auf jeden Fall mich um die Tiere kümmern. Und so haben wir das nicht, kann man einfach gnadenlos durchspulen. Das wäre so, voilà. Zaun, Vorsicht, Zaun. Achtung. Überlegung, Überlegung. Ja. Das ist eine gute Überlegung. Eine große Frage. So. Auf jeden Fall. Ups. Auf dem Heimweg noch. Ein Foto vom Heimweg. Was? Fürs Profil. Steht denn da noch? Das schaut aus wie Raps, aber das sind, glaube ich, Sojabohnen. Wenn ich das richtig sehe. Ich glaube aber, unser Sojabohnenfeld ist noch nicht fertig. Das steht, glaube ich, noch. Oder hier rechts? Ja, wobei, da könnte man so ein bisschen eine Baumschule reinmachen. Ein paar Setzlinge mal ausbringen. Wäre auch eine gute Idee. Oder eine gewinnbringende Idee, nennen wir es so. Das wäre gar nicht mal so blöd. Ja, dann hängen wir den Axion wieder um. Da hängen wir die Hänger hin. Dann soll der die Sorge um Hirse wegfahren. Ist dann die Frage, ob wir es gleich verkaufen oder ob wir es erstmal noch lagern. Muss ich mal auf die Preise schauen, wann die gut sind. Allerdings werde ich es wahrscheinlich dann eh über kurz oder lang gleich verkaufen. Weil wir das Geld erstmal brauchen. Das könnte halt einfach so das Problem daran werden. Aber ja. Das sind Geschichten, die kann ich mir dann immer noch überlegen. Dass ich immer die Einfahrt verpenne, ey. Gibt's ja nicht, oder? Das gibt ja nicht. So, dich. Parken wir aber erstmal hier bloß. Ich lasse mich hier mal quasi in Wartestellung. Und dann schauen wir, dass wir damit weiterkommen. So, hatte ich jetzt. Ja, das passt eigentlich soweit, gell? Repariert ist er soweit, durchgetankt ist er auch. Optimal. Kann man ja richtig durchstarten. So. Ich sehe schon kommen, ich bleib wieder am Tor hängen. Nur so als Vorwarnung. Ich gehe davon aus, dass ich gleich wieder hier am Tor hängen bleib. Jetzt überlege ich gerade noch, was hatten wir denn? Ja, genau. Geht der jetzt schon los? Geht der jetzt schon los, dass der irgendwo mit den Hintern hängen bleibt? Hallo. Irgendwie so halbwegs rumkommen. Das ging ja besser als gedacht. So, genau. Einmal links, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das ist unser Sojabohnenfeld, was noch nicht fertig ist. Ich stelle mich jetzt wieder auf die Wiese und riss da auf. Kann ich nämlich gleich aufs Feld drauf fahren. Ja, ärgerlich. Dass da also jetzt noch nicht erntereif ist. Das heißt, das wird dann auch erst, ups, ja, im nächsten Monat wahrscheinlich sogar erst, wenn ich das jetzt richtig sehe. Das ist natürlich doof. Damit ist jetzt wieder quasi Chaos vorprogrammiert. Was dann die weitere Bearbeitung angeht. Na komm. So. Gut. Den mal kurz hier hochfahren, so ein bisschen wenigstens. Hier mal. Starte mal. Hier mal durch. Im
das Sorghum hier sind. Ja, die wird eh ungeil. Ich weiß nicht, warum habe ich da kein Herbizid gespritzt? Das ist irgendwie ziemlich dumm und ich weiß gerade nicht warum. Das ist einfach das, warum ich dann nicht geschaut habe, ob da schon Herbizid gespritzt wurde. Das war echt irgendwie nicht so intelligent, das Ganze. Vor allem ärgerlich, weil es halt mitunter, oder es ging nicht mehr. Aber gehen müsste es eigentlich trotzdem. Ah, habe ich irgendwie verballert. Naja, ist wie es ist. Dafür haben wir dafür nichts zahlen müssen. Das heißt, das ist alles geschenkt. Die komplette Ernte. Dafür haben wir ja kaum bis gar keinen Geldeinsatz gehabt. Bis auf jetzt eben ein bisschen Dünger. Und anscheinend kein Herbizid, wie man sieht. Aber ja, ist wie es ist. Das hilft nichts. So, ja, viel kommt. Gefühlt kommt gerade nicht viel runter auf dem Feld. Das könnte irgendwie bei weitem mehr sein. Aber ja, dass die Abrechnung gibt es dann zum Schluss, wenn alles durch ist, dann jetzt da Gedanken drüber machen. So, dann mache ich hier noch kurz ein paar Bildchen, dass ich das nicht wieder vergesse. Das letzte Mal auch wieder irgendwie vergesst, Screenshots zu machen, und dann hängst du wieder da. Willst du die Videos fertig machen? Kannst nicht, weil du keine Bilder mehr hast. Ja, dann nimmst du halt irgendwas, was gerade noch greifbar war, was einigermaßen zur Folge passt, aber ist immer irgendwie. Sie doof. Sie ist sehr doof. Weil ich wundert's, ich habe eine Folge gerade, die komplett aus der Reihe tanzt von den Aufrufzahlen. Ich weiß gerade nicht warum. Das war die, wo wir fertig mit der letzten Dresch-Aktion waren. Die hat halt irgendwie einfach mal 2.500 Aufrufe, die Folge. Und ich weiß nicht woher. Ich meine, jetzt allgemein so im Schnitt sind irgendwo zwischen 50 und 100, was ganz normal ist eigentlich, für das, dass ich jetzt wieder frisch, mehr oder weniger frisch angefangen habe. Aber diese eine Folge, die ist irgendwie seltsam. Deswegen muss ich jetzt da nochmal ein Keyword-Wort benutzen und mal schauen, ob die dann wieder bei der Folge auch so steil geht. Wäre tatsächlich interessant. Keine Ahnung. Das ist echt schräg. Sehr, sehr komisch. Das macht irgendwie, ja, hat in dem Kontext irgendwie nicht so wirklich für mich eine Erklärung gegeben, warum dieses eine Video so dermaßen viel angeschaut wurde. Aber ich freue mich ja darum. Das ist ja sehr gut, wenn es so viel angeschaut wird. Gerne mehr. Bin nur gespannt, wann ich endlich mal wieder schaffe zu streamen. Das, was ich eigentlich ja vorhatte damit, mit der ganzen Aktion hier, schaffe ich gerade überhaupt nicht irgendwie so richtig. Weil ich eben jetzt aktuell nur dauernd aufnehme, aber halt nicht stream. Das ist irgendwie echt total bekloppt. Also genau das, was ich nicht wollte, mache ich jetzt die ganze Zeit. Seltsam so. Aber jetzt probieren wir hier mal wieder unser Spielchen. Wir machen das 187. 187. Automatische Breite. Jetzt ist der wieder so breit. Was hat man da? 6,60 Meter oder 5,50 Meter? Ich weiß es gerade nicht mehr. Schauen wir mal. Keine Ahnung, ob das jetzt wieder funktioniert oder nicht. Oder es wird spannend, aber ja, wenn er so durchzieht, dann passt es ja einigermaßen.
dann kann man sich das schon antun. Ich wollte jetzt nur gerade schauen. Ja, 6,80 Meter hat's. Das, so ist es, okay. Naja, dann passt er mit. Mit 6,60 passt es ja immer noch. Dann hat er ein bisschen Überlappung. Das kriegen wir hin. So, aber Überlappung gibt es auch beim Folgenende. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.